Ja, ich bin auch endlich im Vlog hier bei Fio und Espinotti. Da habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Ich sehe im Nahen Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Gestern hatten wir den Zielort Merzig, sehr, sehr schwerer Kurs, war fantastisch für uns. Albert war in der Gruppe des Tages, hat uns dort vertreten, war ein schöner Tag, die Sponsoren hat es gefreut. Und am Ende haben Jannis und Röber sich so lange wie es geht festgebissen, das haben sie gut gemacht. Heute auf ein neues. Ich muss sagen, die Jungs waren gestern zahlreich vertreten mit mir im Gruppetto. Habe ich sie schön aus dem Feld gefahren. Guter Job an die Jungs. Die machen das gut. Spaß beiseite. Heute bestimmt wieder in der Spitzengruppe und macht Bock Deutschlandtour. Wir müssen damit rechnen, dass es heute nicht so ein Länderspiel wird wie gestern. Auf die Plätze, fertig, los, am Auto und weg. Ist so ein dicker Junge mit dabei, ist das natürlich für die Gruppe und auch für die Aufmerksamkeit noch viel schöner, wenn wir da mit dabei sind. Als ich die Augen aufgemacht habe, dachte ich kurz, oh, was ist jetzt los? Aber jetzt, als ich dann ausgestiegen bin aus dem Bett, war alles perfekt. Da dachte ich kurz, ich wäre Mathieu van der Poel, aber dann oben doch gemerkt, scheiße, das ist es nicht. Wie viele Flaschen gehen so raus an so einem Tag? Naja, wir schätzen mal, dass so etwa 40. 40 Flaschen werden heute laufen. Durch 6? Also pro Fahrer etwa 6 bis 8 Flaschen. 6,7. Es ist fast wie auf der Bahn eigentlich. Es geht viel bergauf und bergab. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Tobias, how's it going, mate? Pleasure to ride with you in Tour of Austria. Despite you almost killing me. Let's keep it in a straight line this week. I want to arrive in Bremen with all my skin. So, yeah, just watch out, alright? Stage 2. Of the Deutschlandtour, 201.3 kilometers of racing. Zwei Mann vorne raus, 10 Sekunden. Immer weiter, Mann. Die Jungs haben jetzt, also sind zwei Mann vorne, die Jungs haben jetzt zweimal versucht, noch hinzuspringen. Einmal mit Nolde. Jetzt glaube ich, Jannis, soweit wir gehört haben. Und ja, Tobi meinte nur, Jannis zieht durch, also vielleicht haben wir Glück jetzt und hier ist ein bisschen Stillstand. Also Sauerland hat gerade gesagt, dass der alte Teamkumpel keinen Bock hat zu laufen. Rider Nummer 184, Peter, 25 seconds still. Der Jannis ist 25 Sekunden dahinter. Also, entweder fährt er sich tot jetzt oder macht's mit Auge. Meine 25 Sekunden hier am Berg, der sieht sie ja auf jeden Fall. Naja, wir gucken mal. Weiter kämpfen! Mich jetzt sportlich, also wir haben es probiert und fertig. Morgen ist ein neuer Tag und heute ist ja noch nicht vorbei. Auch noch 3 geht.
Und sobald der Kumpel vorne merkt, dass die jetzt nur noch 6 oder 5 Minuten haben, wird der irgendwann losfahren. Dann kommt der Borich zurück. Und dann geht's los. 7 Minuten 20. Alphonse, du ganz besonders, bleibt schön kompakt, fahr hin zu Tobi. Ich glaube, Tobi hat heute richtig Bock, der bringt dich heute überall hin, also nutzt das. Schön drin bleiben im Rennen, schön wach bleiben. Anderer Mensch im Vergleich zu gestern. So, es ging los und ich konnte mich auf einmal wieder quälen. So, es war nicht gestern, war mein Rennen sehr, sehr schnell vorbei. Wir sind sehr lange kontrolliert gefahren, dann einen Berg schnell, ich war Abgang und dann war es das. Heute ging das ein bisschen viel besser. Also, ich habe Röbi lange in Position gebracht, konnte dann leider mit ihm über den Berg fahren, weil bei Röbi lief es nicht so gut. Wir hing dann bei dem ersten Berg so 10-20 Sekunden hinter der ersten Gruppe, aber kommt nicht mehr so richtig hin, fahren dann die letzten 10 hinterher. Und ich glaube, Röbi hat dann so 3,5 Minuten Rückstand als bester von uns. Bisschen ärgerlich. Janis, willst du dem Alpecin-Kumpel noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ja, was heißt er auf den Weg geben? Ich finde es cool, wenn er gewartet hätte, aber ich kann ihn auch verstehen. Aber aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht, denke ich. Ich meine, er wollte so weit es geht kommen wahrscheinlich, aber ich hätte es cooler gefunden, wenn er gewartet hätte, aber vielleicht wären wir zusammen weitergekommen, wer weiß, aber so ist Radsport, ist so. Muss man hinnehmen. Sonnencreme, genau. Wegen der Sonne heute. Wegen der vielen Sonne, die sie vorausgesagt haben.